Herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Ja, ihr Lieben, im letzten Part haben wir Bedbug ein bisschen beschattet. Haben dann auch noch erfahren, quasi, dass er vorhat, Irek zu bestehen. Haben dann auch noch einen Hinterhalt für Bedbug ausgeschaltet und den quasi auf unsere Seite gezogen. Und jetzt hat Clara eine Spur zu dem Koffer entdeckt, wo wohl die Gästeliste ist für die Auktion. Dann starten wir doch mal die Mission. In Brotkrumen. Ich muss vorsichtig sein. Ich kann mich sicher darauf verlassen, dass Damien querschießt. Er hat einen anderen Plan. Okay, ich brauche jetzt erstmal den Aktenkoffer. Oh, hoffentlich schaffe ich das. Der Boss besteht darauf, dass ich dir erkläre, wie wichtig das ist. Du trägst nicht nur einen Koffer voller Namen und Einladungen. Du trägst die Zukunft unseres Geschäfts. Hintergrundchecks, Indiskretion, Tendenzen. Alles, was Quinn braucht, damit die Gäste loyal bleiben. Verstanden? Jetzt tu einfach so, als wäre das Ding voll verfickter Koffer. Tue ich. Er bewegt sich. Warte. Das glaube ich ja nicht. Was? Quinns Jungs machen da was aus der alten Gangsterschule. Ein Koffertausch? Ehrlich? Und das soll funktionieren? Sowas habe ich noch nie gesehen. Warum machen die das? Wollen die das CTOS täuschen? Jeder, der das auf dem Monitor beobachtet, würde den Austausch sehen. Sie versuchen, die Überwachungssoftware zu verwirren. Interessant. Scheiße. Den habe ich nicht gesehen, Freunde. Ja, ist aber auch echt schwer, die Mission. Tue ich. Er bewegt sich. Warte. Das glaube ich ja nicht. Was? Quinns Jungs machen da was aus der alten Gangsterschule. Ein Koffertausch? Ehrlich? Und das soll funktionieren? Sowas habe ich noch nie gesehen. Warum machen die das? Wollen die das CTOS täuschen? Jeder, der das auf dem Monitor beobachtet, würde den Austausch sehen. Sie versuchen, die Überwachungssoftware zu verwirren. Interessant. Sehr schön. Thank you.
Der Koffer ist auf einem Boot, das flussaufwärts fährt. Ich habe hier ein Motorrad. Ich folge ihm. Vielleicht sehe ich, wo Sie hinwollen. Eine Sekunde. Was ist denn in der Nähe? Ich tippe, das wird eine kurze Tour. Ein letzter Übergabepunkt vielleicht. Okay. Nein. Nein. Warte. Da ist ein alter Yachthafen. Der Quinn hat 1967 gekauft. Das muss ich. Ist seit den 80ern für die Öffentlichkeit gesperrt. Das muss es sein. Wuhu! Dann stellt euch mich nicht in den Weg, Mensch. Na, wo willst du hin damit? Ah, das sieht gut aus, Freunde. Ja, er fährt da rein. Gott, ist der blöd, Alter. Du reizt ja auch gar nichts, ey. So. Wo kommt der denn her? Shit, das weiß ich auch nicht, was hier los, ist. Das waren alle. Der ist irgendwo hier reingegangen. Hier muss... Ah ja, hier ist er. Her damit. Ah, die Gästeliste. Sehr schön. Gut. Sieht gut aus. Haben wir was, Clara?
Ich schicke die Gästeliste aus dem Koffer. Worum es auch gehen mag. Der Club geht kein Risiko ein. Die Security wird streng. Okay, dann finden wir dir eine passende Identität. Kein Stammgast. Irgendjemand aus dem Ausland. Jemand, den sie nicht kennen. Okay. Okay, der hier. Kannst du einen Mr. Pang spielen? Ich glaube nicht. Gibt es Europäer? Nicholas Crispin. 32 Jahre alt. Auslandsamerikaner. War seit 12 Jahren nicht hier. Das passt doch. Oh mein Gott. Hier sind seine Präferenzen. Der Mann ist krank. Und ekelhaft reicht dazu. Wird man ihn vermissen? Sie vermissen. Klar. Wenn ich seine Identität stehle, darf er meine Deckung nicht aufliegen lassen. Das heißt, er muss sterben. Oh. Da ist was dran. Meine Schwester wurde entführt, Clara. Ich werde alles tun, um sie zu befreien. Oh, wenn das zu viel ist, kannst du aussteigen. Ich verstehe das. Nein, alles gut. Das Schwein wird niemand vermissen. Ist ein guter Treffer. Er soll sein Auto bei einem Händler abholen. Okay, ich treffe ihn. Genau, dann gehen wir dahin, liebe Freunde. Wie weit weg ist das? Wo ist denn der Händler? Wir machen lieber eine Schnellreise. Das geht schneller, Freunde. Hi, hier ist Aiden. Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst dich fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lass es Sie wissen. Wenn Sie Probleme mit Jax haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen Sie mich bitte an. Mach ich. Und Sie kümmern sich um Ihre Schwester. Ja. Du. Eieiei, ich glaube, die scheint langsam Verdacht zu schöpfen, dass etwas nicht stimmt. In den Abgrund starren. Oh nein, aber ich glaube, ich erinnere mich an diese Mission. Die war auch ein bisschen schwer. Der Blackout von 2003 war eine Warnung. Die kritische Infra... Ja, wir kriegen das hin, Freunde. Scheiße. Ich vergesse, dass Clara sowas nicht gewöhnt ist. Ich verschreck sie, wenn ich nicht aufpasse. Crispin ist mein Ticket für die Auktion und die Chance, an Iraq ranzukommen. Er muss verschwinden. Wirst noch jemanden überfahren? Der Ort ist zu öffentlich. Besser, wir gehen leise rein. Schon schnell. Mr. Quinn wusste nicht, welche Farbe Sie mögen, also wählen Sie selbst. Nicht verschwinden. Ich habe Sachen über den gehört. Voll krank. Quinn braucht doch das Geld. Hm.
Scheiße, das sind viel zu viele. Oh, fuck, das Ding ist scharf. Oh, heilige Scheiße. Fuck, das Ding ist scharf, Mann. Fuck, ich lebe noch. Haltet ihn mir vom Leib. Scheiße. Verdammt, ja. Mehr Leute her, der da. Das war's. Alle ausgeschaltet. Oh, ging doch leichter als ich dachte. Seltsam. Mr. Crispin wollte diesen Wagen, also nehmen wir diesen Wagen, Freunde. In einem Club namens Infinite 92. Infinite 92. Kein offizieller Eintrag. Er wird in ein paar Threads erwähnt. Oh, ist wohl ein Fetischclub für Gentlemen. Illegal natürlich. Also ist das Poppy Special eine Frau? Passt zu dem Profil, das Quinn von Crispin hat. Ich bezweifle, dass Poppy das Treffen überlebt hätte. Was für eine Option ist das? Ich glaube, wir kennen beide die Antwort. Ich fahre zu dem Club. Da finde ich Crispins Einladung. Jetzt bin ich mal gespannt. Crispin ist tot, sein Team auch. Bedeutet, niemand kann berichten. Wir sollten safe sein. Und um die Lüge noch ein bisschen aufrechtzuerhalten, habe ich auch gleich den Wagen mitgenommen, den er sich ausgesucht hat. Nur um sicher zu gehen. Gut. Ich bin verkleidet für den Monsterball. Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Mr. Crispin, hier entlang, bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu langsam. Ich hab was von Kaliber. In dem Buch bekommt man eh kein Date. Also ich hab weg.
Mr. Quinn wollte sichergehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Alter. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Alter, die wird anscheinend zu dem Mist gezwungen. Wow. Aber was für ein Ehrenmann von Pierce, Alter, der wollte sie rausholen. So, aber wir haben die Einladung zur Auktion, liebe Freunde. Das ist super. Sehr geil. Meine Waffe. Hoffentlich beehren Sie uns bald wieder. Na, ganz sicher nicht. Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an. Gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Was für ein Ehrenmann. Dann auch noch schön dadurch Selbstjustiz verübt. Ein riskantes Gebot. Aber ich warte noch kurz, vielleicht gibt es ja wieder so eine Art Anruf oder so. Oh, Moment mal, ich könnte aber noch mal kurz eine andere Sache überprüfen, nämlich Fähigkeitenbaum. Kampf. Muss mal kurz was schauen. Ah. Das wäre nützlich, Vollstrecker Takedown. Lucky Quinn macht wieder Schlagzeilen. Diesmal für sein Charity-Event. Verantwortliche des Nalo-Hotels, das Mr. Quinn gehört, haben heute eine Spendengala in ihrem Hotel angekündigt. Bürgermeister Rushmore wird die Veranstaltung eröffnen. Zweifellos. Tja. Ja, aber da kommt wohl erstmal nichts rein. Aber jetzt bin ich mal gespannt auf die Auktion, liebe Freunde. Und wie die so sein wird und ausgehen wird, das finden wir im nächsten Part heraus von Watch Dogs. Tschüss!